bin Sarah Siro. Viele Leute kennen die Kartspiele Yosse nicht. Yosse ist ein Schweizer Kartspiel, der vier Leute spielen kann. Fast jeder Schweizer kann Yosse und spielt Yosse gern. Die Karten sind ein bisschen anders, aber die Regeln sind einfach. In diesem Video werde ich euch Yosse lernen. Also, lass uns anfangen. Yosse-Karten sind nicht wie amerikanische Karten. Die Farben sind völlig anders. Die vier Farben sind beim Yosse-Karten Rosa, Schilte, Schale und Eichle. Und jede Farbe hat weniger Karten als amerikanische Karten. Hier habe ich alle die rosa Karten. Hier ist das Ass, der König, der Ober. Er ist wie die Königin in amerikanischen Karten. Die nächsten drei Karten haben verschiedene Namen. Hier ist der Unter. Der Unter hat einen anderen Namen, wenn man Trumpf spielt. Beim Trumpf heißt der Unter der Bohr. Die 10 hat auch einen anderen Namen. Sie heißt immer der Banner, weil Fahne darauf ist. Die 9 hat beim Trumpf auch einen anderen Namen. Man nennt sie das Nal. Die letzten 3 sind einfach die 8, die 7 und die 6. Jetzt kennen Sie die Yosse-Karten. Es gibt viele verschiedene Yosse-Spiele, aber zuerst muss man die grundsätzlichen Spiele lernen. Ich zeige Ihnen 3. Oben aber, unter Dürre und Trumpf. Oben aber ist ganz einfach. Die höchste Karte gewinnt und man muss die vorgelegten Farben spielen, wann man sie hat. Das bedeutet, wenn der erste Spieler eine rosa spielt, dann muss auch die andere Spieler rosa Karte spielen. Wenn sie keine rosa Karten haben, spielen sie etwas anderes. Unter Dürre ist genau das Gegenteil. Die tiefste Karte gewinnt und man muss immer noch dieselben Farben spielen, wann möglich. Trumpf ist mehr kompliziert. Erinnern Sie sich an den Bohr und das Nal? Beim Trumpf spielen Sie eine wichtige Rolle. Zuerst muss man eine der Farben wählen. Rosa, Schilte, Schale oder Eichel. Der Bohr, diese Farbe, ist die höchste Karte und das Nal kommt danach und das Ass kommt danach. Und dann der Ober, der Banner und so weiter. Bei den anderen Farben sind das Ass immer noch die höchste Karte. Vor dem Spiel muss man die Karten austeilen. Jetzt mische ich die Karten. Wer links von mir sitzt, muss die Karten abheben. Dann gebe ich 3 Karten aus. Mein Vater, mein Bruder, meine Mutter und ich. Jeder soll 9 Karten haben. Und ich spiele mit meinem Bruder, wir sind Partner. Und meine Mutter und mein Vater spielen zusammen auch. Jetzt muss mein Bruder ein Spiel wählen. Oben aber. Mein Bruder hat oben aber gewählt. Das bedeutet, dass das Ass ist immer die höchste Karte und er hat Schilte Ass gespielt. Jetzt müssen wir alle Schilte spielen und wir haben alle Schilte spielen. So Caleb, du kannst das nehmen. Und er spielt wieder mit einem Schilte. Und der König ist die nächste höchste Karte. Und meine Mutter spielt auch ein Schilte. Leider habe ich kein Schilte. Ich muss ein Schale
spielen und mein Vater hat auch ein Schild. So, wir bekommen das auch, weil der König ist die nächstposte Karte. Und er hat schon wieder ein Schild. Und meine Mutter hat kein Schild und ich habe auch kein Schild. Und mein Vater hat ein Schild gespielt. Der Banner ist tiefer als die Unter- oder der König. Mein Bruder hat erst gespielt und er hat Schilde gespielt. Darum hat er dieser Hahn auch gewonnen. Jetzt ist es mein Mutterspiel. Ich wähle Unterufe. Okay, Unterufe. Das bedeutet, dass die tiefste Karte sind. Die tiefste Karte wird. Mutter spielt Rose 6 und ich spiele auch eine Rose. Okay, meine Mutter hat 4 Rose bekommen und 6 ist die tiefste Karte, so sie winkt dann. Schon wieder eine Rose, sie ist die nächste tiefste Karte. Ich spiele auch eine Rose und die Buben spielen Eichel. Jetzt spielt meine Mutter eine Eichel 6 und sie winkt hier auch. Ich bin dran und ich sage Trumpf, Schelle und ich spiele der Bohr, der Schellebohr, das ist die höchste Karte. Und ich hoffe, dass ich wieder 3 Schellen bekomme. Und hier sind 3 mehr Schellen. So, wir haben 4 Schellen. Und ich habe gewonnen. Ich habe die Bohr und das ist die höchste Karte. Jetzt spiele ich die nächste höchste Karte. Das Maul. Und ich bekomme 2 mehr Schellen. Aber mein Partner, er hat keine Schelle mehr. Er hat eine Rose gespielt. So, ich bekomme diese Karten auch. Und jetzt probiere ich es zu meinem Partner geben. Und mein Vater spielt auch eine Rose. Mein Bruder hat das Rose Ass. Aber meine Mutter hat eine Schelle. Und das bedeutet, dass sie hat gewonnen. Weil sie hat eine Schelle gespielt. Und Schelle ist die Trumpfkarte.